Das war okay, so dass du eine Kombo, wo du das von überall einsehen kannst. Also, das weiß ich, das weiß ich. Ich bin keine Anfängerin, aber vielen, vielen lieben Dank, Ryuka. Vielen, vielen lieben Dank. Aber das weiß ich. Ich habe schon Schau auf 90. Das weiß ich, aber trotzdem Dankeschön. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich gerade keinen Bock, das zu farmen. Den anderen habe ich, glaube ich, nicht, ne? Da habe ich nichts drin. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fische eingelagert. Gut, aber ich gucke einfach mal, ob das eine reicht. So, ich bin dann noch bei den anderen. Jo. Wie gesagt, ich habe auf Shiba schon Char, der ist Level 90, aktueller Content. Und das hier ist jetzt halt mein neuer Main, den ich halt ausschließlich für die Streams nutzen möchte. Also nicht privat dann weiterspielen, sondern wirklich alles im Stream machen. Ob es Events sind oder ne, die ganzen anderen Krams. Möchte ich dann alles mit dem hier machen. Mal gucken. Reicht es oder reicht es nicht? Nee, wird nicht reichen. Ah, wird nicht reichen. Knapp. Gut, okay, dann bräuchte ich Schneegötter noch. Dann bräuchte ich Schneegötter noch. Gut, hätte ich mir eigentlich jetzt im Kopf auch selbst ausrechnen können, aber egal. Und 100 Pro, die gibt es gerade nicht. Könntest du auch selbst. Oh, nee, kein Bock, Gott. Ich brauche auch Glam. Ich habe jetzt gerade nur eines. Ich wollte gerade sagen, das ist auf dem Weißmarkt, aber nee. Habe ich ja schon gewechselt. Okay. Das sieht nicht danach aus. Doch da. Ach komm, egal. Ich werde drauf. Wenn ich dafür dann befördert werden kann. Dann soll es mir recht sein. Dann kann ich den Rest nachher nämlich für Wertmarken benutzen. Na, 6000 kriege ich, glaube ich, heute nicht zusammen. Könnte schwierig werden. Dachchen. Nein, wollte ich nicht. Gern, aber 57. Darf ich bei nichts mehr für abgeben? So, jetzt. Ja, Gärchen. 5000 waren es doch, ne? Musst du zuerst Rang 1 im Bestiarium, dann stelle ich ihn verändert haben. Ausgezeichnet. Du hast deine Bedingungen erfüllt. Yep, habe ich. Perfekt. Und ich glaube, als nächstes wären es 6000, ne? Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Ab jetzt können wir dir anspruchsvollere Staatserlasse anvertrauen. Alle verlassen sich bedingungslos auf deine treuen Dienste, dritte Schlangenjüngerin. Mhm. Weiß nicht, ob ich so hilfreich bin, aber ja.
So geht sogar. Sieht aber trotzdem recht weiblich aus. Das sieht cool aus. Okay. Genug andere Leute angegafft. Ja, 6000. Musste ich. Huch. Okay, ich muss nur das hier. Okay. Nein! Da. Veritabler Wertmarken. Brauche ich leider wieder welche. Jo. Dann gehen wir einfach mal vor die Stadt. Und leveln unseren Pikenier. Jetzt so schnell, da kommen wir weiter. 50, 50. Ja, als nächstes werde ich wahrscheinlich im Linser dann mir die Klassen holen. Aber vorher muss ich den Gärtner noch ein bisschen machen. Hallo, ihr süßen kleinen Baumhörnchen. Ich habe euch eigentlich schon 30.000 Mal getötet. Die Viecher vermehren sich aber auch für Unkraut. Ja, ist doch gut. Alter. Wie viele Level wollen sie innerhalb einer Minute haben? Hey, das war meiner. Oh, mein Marienkäfer. Den jetzt schnapp ich mir. Stimmt, kann ich meinen Mitstreiter wieder leveln? Also hochdingseln? Ja, kann ich. Okay, du tankst einfach für mich. Und noch ein Level. Brauche ich nicht mehr. Aber ich kann noch ein paar Bestiariums hier, glaube ich, töten, ne? Nicht die da. Die da. Vielleicht kann ich. Okay. Und nach da oben. Servus. Verschwinden sie nicht mehr, wie ich sitzen soll, ne? Alter. Ich habe halt so einen enormen Muskelkater von dem scheiß Sofa, was wir runtergeschleppt haben. Tut aber auch weh, ey. Die Quest darum kann ich noch nicht machen. Ja, Mr. Schokobo zurück sowieso noch nicht.
5 Jasons. Mikroschuss. Hallöchen. Eine kleine niedliche Pflanze. Wie viel brauche ich davon? Einen noch, okay. Kriegen wir hin. Und Stufe 7. Ach so, Anulis brauchten wir ja noch. Die sind da oben. Die sind da oben. Ey. Ich möchte weitergehen, ne? Ja, mein Schokobo steht einfach mitten in der Way. Nice. Noch ein süßer kleiner Anulis. Oh, ich werde halt gerade extrem müde. Das einzige Problem gerade. Vielleicht war was zu essen doch nicht so die super tolle, hilfreiche Idee. Essen macht müde. Nein, lass mich. Gut, Schaudermilben. Ich glaube, die waren da ganz hinten. Schweinchen sind da. Oder die Sumpfjasons, was hier eben sind. Wir müssten den Pikenier auch nur auf 27 bzw. 28 kriegen. Wenn wir mit dem wunderbar die Story weitermachen. Schön Glück. Ich weiß, ich kann noch Fades machen, aber nee.
Ich weiß bis heute nicht, was ich von diesen Schweinchen halten soll. Ne? Ich dachte ohne Witz immer, das hier wären Haare. Aber das sind Schuppen. Also kein Schuppen, sondern... Ja. Ohren. Haut. Haut. Dings. Ne? Also. Kruste. Ich komm grad nicht drauf. Nein, ich will nicht. Lass mich. Nee. Auf mich zu mobben. Hau ab, Schwein. Schwein, hau ab. Weil, Baum. Lass mich einfach. Ich will nichts von dir. Ich möchte heute kein Schweinebraten. Und jetzt ist jedes Wort miau. Oh. Ja, das hat super geklappt. Es war ganz sinnvoll, was ich da getan habe. Nicht. So. Okay, das hat gereicht. Wer intelligent? Nicht. Oder Milben müssten da hinten irgendwo sein. Ja. Sind sie. Ist korrekt. Stufe 10. Ja, geht heute verdammt schnell. Wir haben einen Lauf. Das war schon wieder. Jo. Dann zurück nach Gridania. Bevor, dass ich die ganze Ausrüstung behalten habe. Dahin. Ich glaube, es würde fast eigentlich nur reichen, wenn ich die
das Bestiarium weitermache. Wenn ich da nicht noch ein paar Kommandos bräuchte. Stimmt, wie sieht das eigentlich? Der Aufgeher? Okay, das sind dann nur die Verbesserungen. Alter. Wie viele Änderungen wollen sie für Steinra oder für Stein haben? Yep. Wollen sie. Alter Falter. Naja, okay. Willkommen zurück. Wie war es? Hat sich der Speer bewährt? Das hat sich gereimt. Ah, Krampf. Krampf. Lass nach, Krampf. Je öfter du zustößt oder schlägst, umso treffsicherer und kraftvoller werden deine Angriffe. Noch wichtiger jedoch ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass du mutig bist. Mut ist der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Du wirst sicher schnell Fortschritte machen. Natürlich könnte ich dir noch mehr beibringen, doch für heute will ich es bei dem Gesagten bewenden lassen. Schließlich musst du deine eigenen Erfahrungen sammeln. Ziehe hinaus in die Wälder und suche dir die Herausforderung. Schwinge deine Waffe, bis sie dir wie eine natürliche Verlängerung deiner Arme erscheint. Mhm. Alles klar. Gegen wen? Ruinutis. Ah, da bist du ja wieder. Wenn du bereit bist, können wir mit deiner Ausbildung fortfahren. Wie ich dir bereits beim letzten Mal gesagt habe, ist Mut der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Damit meine ich die Bereitschaft, im richtigen Moment das Nötige zu tun, auch wenn dabei das eigene Wohl auf dem Spiel steht. Das ist etwas anderes, als sich Hals über Kopf in jede Gefahr zu stürzen. Also musst du lernen, Mut von Verwegenheit zu unterscheiden. Das, was wir Pikeniere unter Mut verstehen, setzt sich aus zwei Aspekten zusammen. Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Wer im Kampf einer Übermacht gegenübersteht, verfällt leicht in Panik. Der Kopf scheint plötzlich wie leergefegt. Das Blut pocht in den Ohren und der Instinkt übernimmt die Kontrolle über den Körper. Als Pikenier musst du in solchen Momenten einen ruhigen Kopf bewahren. Selbstbeherrschung erlaubt es dir, auch in Krisensituationen wohl überlegt zu handeln und deine antrainierten Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. An den Flussufern im tiefen Wald leben gefährliche Jasons, die jeden angreifen, der sich in ihre Nähe wagt. Häufig fallen ihnen arglose Angler und Abenteurer zum Opfer. Typischerweise jagen sie in kleinen Gruppen. Sie umzingeln ihre Beute, verwirren sie und versetzen ihr dann blitzschnell den Todesstoß. Ich möchte sehen, wie du dich in einer solchen Situation schlägst. Also nimm diese Köder und bringe sie an zwei Nestern dieser Raubtiere an. Wenn du Glück hast, wirst du damit nur einen Jason anlocken. Doch wie reagierst du, wenn sich plötzlich zwei, drei oder noch mehr von allen Seiten auf dich stürzen? Nun, das werden wir weiterleben. Tu, was ich dir aufgetragen habe und denk daran, immer schön die Beherrschung bewahren. Wenn ich tot am Boden liege, sag ich Bescheid, ja? Alter. Das ist ganz toll. Black White, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Hallöchen, ihr Lieben. Was gab's bei euch? Was habt ihr gezockt über euer Stream? Das geile Hallöchen. Wunderschönen Tag. Montag. Abend kann man eigentlich schon fast sagen, oder? Abend kann man eigentlich schon sagen. Ich schaut gern bei Black White rein. Und danke für den Shoutout. Was habt ihr gemacht? Ich hab kein Wasser mehr. Geil. Ich kann mal von der Pause aus dem Becher trinken. Und es gab Undermine. Das sagt mir gar nichts. Was ist das? Was macht man da? Was tut man da? Aber vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Und herzlich willkommen hier. Wir spielen gerade ganz, ganz entspannt ein bisschen Final.
So, jetzt. Danke, Hybrids. Und alles Gute ist mir auch schon passiert. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Da war ich sehr intelligent. Da dachte ich, ich mach's schnell. Ja, hat super funktioniert. Wie gesagt, wir machen hier jetzt gerade so, ne? Einen kleinen, gemütlichen Stream. Bisschen Final Fantasy. So einen neuen Main spielen. Wir sind alle nur Menschen. Das stimmt. Wahre Worte. Wahre Worte. Jetzt hackt mich auseinander. Ich bin verwirrt. Was wollte ich machen? Ich wollte ihn wegteleportieren. So. Oh Gott, ey. Lässt einfach fix ein Ad vorne dran. Dann hat man die Möglichkeit, das zu verhindern. Ja, das, ohne Witz, da denke ich aber manchmal auch nicht dran. Ich bin dann irgendwie auch mal so lost. In anderen plündert man die Mine aus und lootet Sachen. Loot ist gut. Loot ist nice. Gibt's das bei Steam? By the way. Ist ja nicht so, dass meine Liste an Spielen schon unendlich lang ist, aber... Ist das bei Steam? Hust, hust. Ich frage für einen Freund. Nicht. Ja, ich... Ja, ne? Und so. Klingt auf jeden Fall cool. Wie gesagt, Loot ist immer gut. Ich liebe Loot. Ich bin lootsüchtig. Loot ist das Beste. Ja, gibt's auf Steam. Ah, ja, yeah, gut. Ja, dann weiß ich, was ich mir gleich angucke. Dann weiß ich, was ich mir gleich mal angucke. Ich kann es schon mal eingeben. Vergesse ich's. Ah, ja, da. Aha. So, jetzt kommt das Witzige. Ich habe es tatsächlich schon auf der Wunschliste. Ah, ist ja noch besser. Sehr gut. Das ist das. Ja. Ja, das will ich auch spielen. Irgendwann mal. Ich weiß zwar nicht, ob im Stream, aber... Ja, ja, ja. Ja, das ist meins. Ja, das ist gut. Ich gehe mal davon aus, dass es Bock macht, ja? Aber bei manchen Spielen, die setze ich mir zwar immer auf die Wunschliste, ich weiß aber nie, was ich von halten soll. Und frage dann lieber immer erst, ob sie, ne, wie sie sind, bevor ich sie dann letztendlich mir dann auch hole. Wobei, vom Preis her geht's ja sogar. Nein, nicht den Schokobo! Manchmal könnte ich mich selbst in den Popo beißen. So, das geht jetzt auch gleich schief. So. Ich bin heute mal wieder der Tollpatsch vom Herrn. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Das Spiel sieht echt richtig, richtig nice aus. Ich glaube, ich habe es nicht ohne Grund auf der Wunschliste schon. Huch. Hm. Das sieht echt... Wie gesagt, Loot. Loot ist geil. Fast alle Spiele, wo man looten kann, sind toll. Oh, ich muss wieder zurück. Oh. Teleportkost vom Herrn. Nee, mach ich nicht. Wir laufen. Wir laufen zurück. Ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt ein bisschen an meinem neuen Main dran. Haben einen kleinen Servaton. Also wirklich nur ganz, ganz klein. Und leider bin ich allein zu Hause, hab Vauzi. Das heißt, große Streams kann ich leider nicht so machen. Nicht so, wie ich sie gern machen würde. Und ja. Deswegen spielen wir jetzt noch ein bisschen Final Fantasy. Ich habe zwar noch andere Spiele runtergeladen gehabt. Aber irgendwie habe ich mich schon wieder an meinem Main Game festgehangen. Ich weiß auch nicht. Das kriegt man mich irgendwie. Wenn ich einmal drin bin, kriegt man mich fast nicht mehr raus. Wobei doch für das ist das Spiel. Dreamlight Valley. Das habe ich ja jetzt vergangene Woche gesuchtet. Ich glaube, 3 Tage am Stück. 12 Stunden insgesamt. War gut. War gut.
Hatte zwar karierte Augen, aber passt. Kann man ja mal machen, ne? Weil vielleicht spielen wir ja die letzten 2 Stunden noch irgendwas Kurzes, Knappes, was man fix durchkriegen kann. In vielleicht 2 oder 3 Streams. Ich habe mir nämlich sogar endlich mal wieder ein Wimmelbild runtergeladen. Mal gucken. Mal gucken. Die 3 Stunden 16 könnten noch lang werden. Es kann auch noch in Verlängerung gehen, deswegen mal gucken. Willkommen zurück, Adaria. Du hast Selbstbeherrschung im Angesicht der Gefahr bewiesen. Damit eine wichtige Voraussetzung für eine Pikinärin erfüllt. Nun bist du bereit für den zweiten Aspekt des Mutes. Entschlossenheit. Wieder geht es darum, unter keinen Umständen den eigenen, der eigenen Angst zu erliegen. Denn sie lähmt Körper und Geist und verdammt zu Tatenlosigkeit. Eine Pikinärin, die nicht entschlossen zum Angriff übergeht, kann ihre Waffe auch gleich gegen einen Besen tauschen. Besen aller Hex oder was? Das Ergebnis ist dasselbe. Als nächstes möchte ich also deine Entschlossenheit auf die Probe stellen. Geh in den tiefen Wald zum Geisterkerker. Davor liegen umgestürzte Steinsäulen, die seit der großen Katastrophe von Monstern als Nistplätze missbraucht werden. Finde die 3 umgestürzten Steinsäulen und erschlage die dort hausenden Monster. Du willst wissen, welche üblen Biester dich dort erwarten? Das, Adaria, musst du schon selbst herausfinden. Die Ungewissheit ist schließlich ein wichtiger Bestandteil dieser Prüfung. Sei bereit, entschlossen zu handeln, wenn du plötzlich einer gemeingefährlichen Bestie Auge in Auge gegenüberstehst. Solltest du die Prüfung lebend überstehen, dann melde dich hinterher bitte bei Jillian an der Rezeption. Sie hat die 2 Aspekte des Mutes verinnerlicht, doch anfangs tat sie sich schwer damit. Die Erkenntnisse, die sie aus ihren Bemühungen gewonnen hat, könnten für dich interessant sein. Eine Pikinierin lernt am schnellsten im Kampf. Das ist klar, doch andere sind den Weg der Pike bereits vor dir gegangen. Sie könnten dir wertvolle Ratschläge geben. Also ich glaube, in dieser Gilde wird einfach nur drauf gesetzt, dass man stirbt. Denen ist es eigentlich egal. Hauptsache, man kommt allein irgendwie klar. Die Gilde schickt einen in Tod und Verderben. In die Richtung. Ja, das andere wäre ja auch sinnlos. Weißt du? Ja, bei den Druiden geht es wenigstens noch um Heilung. Bei den Waldläufern ging es um Werte. Bei den Pikinieren Tod und Verderben! Stirb! Wenn du es nicht schaffst, bist du tot. Wenn du nicht zurückkommst, bist du tot. Dann warst du nicht mutig genug. Ah. Hilfe. Die anderen Gilden habe ich tatsächlich gar nicht mehr im Kopf. Dunkelritter weiß ich noch gar nicht. Dunkelritter habe ich ja nie gespielt. Bei den Hermetikern ging es, glaube ich, um das Mädel, was Angst hatte vor dieser komischen Piratenbande oder was das da war. Die dann immer gejammert hat, so, ich kann nicht weiter, ich brauche das Buch, wo ist mein alter Beister? Schurken weiß ich auch gerade gar nicht mehr, Marodeure bin ich mir unsicher. Da habe ich, glaube ich, nur bis 30 gemacht und nie gelesen. Ich glaube, da ging es um ein Kind, was seine Eltern verloren hat und bei seinem Großvater, glaube ich, lebte. Und gedacht hat, er könnte alles alleine bewältigen. Bei den Gladiatoren weiß ich es nicht. Das habe ich auch nicht mal auf dem Schirm. Taumaturg weiß ich nicht, habe ich nie gelesen. Und Faustkämpfer wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Und alles andere sowieso noch nicht. Tänzer und sowas, da bin ich ja sowieso raus. Das habe ich damals ja alles nur durchgeklickt. Die Anfangsklassen habe ich ja wenigstens auch teilweise irgendwann mal irgendwie gelesen. Beim Dunkelritter, die Story soll ja interessant sein, wenn ich mich recht entsinne. War doch die Storyline, oder? Du denkst, merkst du was, sie werden schon früh dafür ausgebildet. Boah, alter Hybrid. Das ist jetzt aber auch schon wieder mies. Wobei ich muss sagen, als Dragoon, wie auch als Reaper, bin ich bei beiden
recht wenig gestorben bisher. Aber gut, ich habe bei beispielsweise bei Titan auch nicht den Rückwärtssprung benutzt, dass ich plötzlich da die Kante runterfalle. Also, ne, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe dann ja entweder Abtausch gezogen oder bin halt einfach weg. Ja, genau deswegen. Wenn ich weiß, Hybrid, beim Dragoon, wenn ich weiß, ich habe Platz, dann nutze ich sie. Aber auch nur bei den Kämpfen, von denen ich hundertprozentig weiß, dass ich weiß, wie sie funktionieren. Ich sag jetzt mal so, wenn ich im aktuellen Dungeon das machen würde, nein. Das wirst du mich nicht erleben sehen. Es sei denn, ich bin die 30 Mal gelaufen. Und kann sie. Dann vielleicht. Aber sonst... Ich meine, beim Reaper nutze ich sie ja auch. Beim Reaper nutze ich sie auch. Aber auch nur da, wo ich weiß, dass ich... dass mir nichts passieren kann und dass ich keinen Bock missbauen kann. Wie gesagt, ich habe viele bei Titan runterfallen sehen. Sehr viele. Sehr, sehr viele. Es war lustig. Es sah gut aus. Aber mir ist es Gott sei Dank nicht passiert. Vorspringen, das mache ich gerne. Vor und wenn du dann wieder auf deinem Platz landest. Aber das mache ich auch nur, wenn ich weiß, dass keine AOE kommt. Nicht, dass ich dann plötzlich in AOE drin stehe. Wäre jetzt auch nicht ganz so vorteilhaft. Mein Red Bull nicht. Dann komme ich mit mir verarscht vor. Ich habe nicht gesagt überall. Beim Red Mage verstehe ich einfach nicht, warum. Ich verstehe bei dem einfach nicht, warum. Da weigere ich mich. Beim Dragoon benutze ich ihn ja auch nicht immer. Und beim Red Mage ist es ja eigentlich fast aus den gleichen Gründen. Erstens, ich kann die Klasse 0 spielen. Ich kapiere sie auch nicht. Ich glaube, das wird eine Klasse sein, die ich nicht in Innis spielen werde. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt bei dem hier mache. Vielleicht lasse ich sie auch aus wie den Blaumagier. Den Blaumagier spiele ich auch nicht. Ich glaube, den Taumaturgen werde ich auch nicht spielen. Ich mag alle magischen Klassen nicht. Doch der Hermetiker ist ganz cool. Mittlerweile. Aber auch nur, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht gerade so viel machen muss. Und beim Reaper, da ist das halt cool. Sieht wieder so cool aus. Es hat wieder so Sinn. Gut, der Backstab eigentlich auch nicht. Davor springen. Das nutze ich viel. Aber beim Red Match auch nicht. Und ich sehe auch nicht viele, die den nutzen. Ohne Witz, ich sehe nicht viele, die den nutzen. Ohne Witz. Die meisten rennen genauso wie ich wieder zurück. Oder bleiben halt einfach da in der Ferne und gehen nicht nach vorne. Außerdem habe ich bei Schnoberto habe ich auch schon nach vorne springen habe ich schon gemacht mit Schnoberto. Das Zurückspringen habe ich nicht gemacht. Das Zurückspringen. Ich glaube, ich müsste es auch noch in irgendeinem Stream drin haben. Ich glaube, die Schnoberto-Parts habe ich so. Oh Scheiße. Die Schnoberto-Parts habe ich, glaube ich, sogar noch. Dann müsste das irgendwo drin sein. Dass ich zumindest da vorne gesprungen bin. Ich habe auch einmal probiert, oder in einem Kampf, ich weiß nicht bei welchem, das war irgendwas, war das Palast des Wanderers? Nee, ich glaube Palast des Wanderers war es nicht. Oh, es kann auch Steinerne Wacht gewesen sein. Da habe ich das auch einmal probiert. Da habe ich eine ganze Indie lang versucht, das so zu machen und ich kam nicht mit klar. Das hat mich einfach nur genervt. Das hat mich so genervt. Ich mag den Red Mage nicht. Ohne Witz, ich mag ihn nicht. Das ist keine Klasse für mich. Ich glaube, das wird mir beim Astro auch so gehen. In der Taumaturgie mag ich auch nicht. Das wird Wucher sein, den irgendwie hochzukriegen. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das mache. Im schlimmsten Fall lasse ich sie aus. Ich tue so, als gäbe es sie nicht. Ich ignoriere diese Klassen. Ich ignoriere sie einfach. Ich tue so. Es gäbe es sie nicht. Die hat es nicht gegeben. Wobei der Tänzer hat ja eigentlich auch einen. Beziehungsweise eigentlich auch der. Warte, doch. Hat der nicht auch?
mal. Der hat doch... Ja, er hat auch den Backjump. Nutze ich auch nicht. Er hier. Auch nie genutzt. Nie. Weil wozu? Bringt mir ja nichts. Habe ich auch nie benutzt. Den findest du auf dem anderen Main in keiner Leiste, das Ding hier. Und ich glaube, der Tänzer hat doch auch sowas. Ja, ich spiele aber keine rote Hybrids. Solange ich kein Savage spiele, spiele ich auch keine rote. Aber das weißt du bei mir auch. Ich habe beim Baden noch nie roter gespielt. Beim Tänzer habe ich auch noch nie roter gespielt. Ich drücke immer nur das, was leuchtet. Gut, und wenn ich weiß, ich habe Dots. Die spiele ich auch. Im Savage, ja, würde ich es machen. Und bei aktuellen Inhalten versuche ich, so gut es geht, die roter, die ich weiß, das ist nicht die aktuelle, die ich weiß, zu spielen. In allen anderen Sachen versuche ich es, nicht zu sterben und nicht in den Sachen drin zu stehen. Aber das weißt du auch. Ja, aber ich mache es nicht. Weil wann spiele ich den? Ich benutze es halt nicht. Akzeptiere es. Ich diskutiere auch langsam nicht mehr weiter. Ich mache es nicht. Punkt. Weil ich spiele ihn ja auch nicht. Ich werde versuchen, den irgendwie so gut es geht hochzuleveln, ohne dass ich mit anderen spielen muss. Ich werde den, ohne Witz, wahrscheinlich Hybrid, ich werde den einfach heimlich leveln. Dann sieht das keiner, wie ich mich damit abkrampfe. Ohne Witz, das ist echt furchtbar. Ich kann den nicht ab, ich komme mit dem nicht klar. Ich habe es versucht, ohne Witz, ich habe es versucht. Ich glaube, es war Stein an der Wacht, wo ich es versucht hatte. Ich habe es versucht. Nee, ich glaube, es war sogar noch eins höher. Ich weiß es nicht, irgendwo habe ich es auf jeden Fall versucht. Das war furchtbar, es war einfach nur furchtbar. Nee, ach nee. Beim Reaper sieht es cool aus, aber da benutze ich auch nicht das Zurückspringen. Das Vorspringen. Wenn er Tank gepult hat, ich ein bisschen ein Stück hinter ihm bin, um dann an den Gegner ranzukommen. Das mache ich. Aber ich benutze nicht das Zurückspringen. Nie benutzt. Warum soll ich mir an die alte Position zurückgehen?